saying to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people walking by. I see friends shaking hands, saying, to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ich bin seit kurzem Kreisvorsitzender der CDU hier in Neustadt. Wir haben hier sehr prominente Gäste und ich darf ganz herzlich unsere Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Rheinland-Pfälzischen Landtag begrüßen, Julia Klöckner. Auch darf ich begrüßen unseren Oberbürgermeister Hans-Georg Löffler. Ich habe ihn irgendwo gesehen. Dazu darf ich auch begrüßen unseren Alt-Oberbürgermeister Herrn Ohnesorge. Und selbstverständlich begrüße ich auch Sie, die Sie heute bei diesem wunderbaren Wetter den Weg ins Weingut Müllerkern gefunden haben. Ich denke, die Hauptdarsteller am heutigen Abend, das sind einmal der Bundestagskandidat und auch jetziger Abgeordnete Johannes Steininger. Der kommt auch später noch und wird zu uns sprechen. Und natürlich unser Oberbürgermeisterkandidat Ingo Rödlingshöfer. Ich denke, Oberbürgermeister Ingo Rödlingshöfer und Bundestagsabgeordneter Johannes Steininger, das ist unser Ziel und das werden wir auch erreichen. In diesem Sinne, liebe Julia, du hast das Wort. Also guten Abend, das ging ja jetzt relativ flott. Ihr wackelt gar nicht lang und dann geht's hier los. Wenn man zum Inne kommt, ich merke immer wieder hier in der Pfalz, sind die Leute irgendwie ein Stückchen netter und auch besser gelaunt und ein bisschen mehr braun gebräunt. Vor allen Dingen der Oberbürgermeister hier, der Herr Löffler, du bist, siehst so entspannt aus, da denkt man, ist das wirklich ein Job, Oberbürgermeister? Da überlegt man schon, also Ingo, ich weiß, was du vorhast. Also guten Abend erstmal. Und der Johannes Steininger kommt ja nachher auch noch zu uns. Und ich finde das eine schöne Idee, dass Sie hier ins Weingut gehen. Und das ist vor allen Dingen auch Ausdruck dessen, was Neustadt und Umgebung am Ende auch ausmacht. Und dass man gesellig ins Wochenende reinläutet, aber das Ganze auch mit einer Thematik, mit, ja, auch mit dem Ziel verbindet, warum wir heute alle beieinander sind. Liebe Julia, meine Frau hat mich gestern Abend daran erinnert. Das erste Mal, als wir uns begegnet sind, war im Jahr 1994. Ja. Da warst du deutsche Weinkönigin, frisch gewählt im Saalbau, warst beim Winzerfest-Umzug auf dem Prunkwagen und ich durfte dich offiziell küssen. Oh. Das heißt, eine lange Freundschaft verbindet uns. Du weißt, ich hab's überwunden. Nein, Quatsch. Wir sahen beide jünger aus. So ist es. Dafür ein herzliches Dankeschön und natürlich das Dankeschön mit dem Weinpräsent und dem Hamburger Schloss. Toll. Schön, dass du da bist. Oh, wie schön. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen,
auch von mir ein ganz herzliches Willkommen hier im Weingut Müllerkern. Freue mich, dass das Wetter mitspielt, dass Sie gekommen sind, weil gutes Wetter nach einem regnerischen Tag könnte man auch als gutes Zeichen für die bevorstehenden Wochen und Monate werten. Hinzu kommt, dass die CDU insgesamt nicht nur auf Bundesebene, sondern auch hier in Rheinland-Pfalz durchaus in einer guten Situation ist. Allein am letzten Wochenende haben wir 7 kommunale Wahlen in Rheinland-Pfalz gewonnen. Und die Kandidaten, der Kollege Brechtl in Germersheim und der Kollege, der Landrat in der südlichen Weinstraße werden will, sind guten Mutes, dass sie das schaffen werden. Sie machen einen tollen Wahlkampf. Dietmar Seefeld ist täglich unterwegs in der Südpfalz und das zeigt, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung, weil mich etliche Leute angesprochen haben. Ich habe mich entschieden, heute Abend eine Krawatte zu tragen. Erstens sind die Krawattenträger eine ständig kleiner werdende Minderheit. Und zweitens ist das ein Geschenk meiner Frau, die aktuell im Bett ist, weil sie massiv erkrankt ist. Und sie hat gesagt, Ingo, diese Krawatte soll dir heute Abend Glück bringen und dann muss man die einfach tragen, denke ich. Auch das gehört zu Politik und zur Menschlichkeit dazu. In den letzten Wochen sind wir ja massiv unterwegs und machen Positionen klar, die ich als Oberbürgermeister ab nächstes Jahr versuche zu verwirklichen. Und viele, viele Menschen kennen mich. Und sie fragen mich, was kann man von dir, was können wir von ihnen erwarten? Ich mache das in 2 Grundaussagen fest und werde zu diesen was sagen. Erwarten Sie bitte nicht zu wenig von mir als Oberbürgermeister, aber erwarten Sie auch nicht zu viel. Stichwort, erwarten Sie nicht zu wenig von mir. Ich bin mittlerweile fast 25 Jahre in der Kommunalpolitik hier in der Neustadt an der Weinstraße aktiv. Das heißt, knapp ein halbes Leben arbeite ich für und mit dieser Stadt. Und glauben Sie mir, es waren spannende, interessante und nicht immer einfache Jahre. Aber ich habe eins in diesen Jahren gemacht. Ich habe beständig dazugelernt und ich habe verstanden, dass Führen einer Stadt heißt, in erster Linie mit Menschen zu arbeiten, sie zu überzeugen und mitzunehmen. Und das fängt an, als wir damals versuchten, erfolgreich die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Und wenn wir heute die sogenannte FIM-Maßnahme vorgestellt haben, in der Presse wird es dann in den nächsten Tagen zu lesen sein, das ist die Flüchtlingsintegrationsmaßnahme, dann haben wir das vor 20 Jahren in ähnlicher Form unter dem Stichwort 1-Euro-Job gemacht. Heute engagieren sich Flüchtlinge, die bei uns Schutz und Sicherheit und ein Auskommen gefunden haben, dafür, dass unsere Stadt immer mehr sauber wird, dass in der Tat Neustadt an der Weinstraße beginnt wieder zu glänzen. Und ich glaube, auch das ist ein Stück soziales Miteinander und ein Stück sozialer Gerechtigkeit. Und meine Damen und Herren, die zweite Herausforderung, der ich mich dann stellen durfte, und auch da war ich es ja nicht alleine,
sondern ein Team engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war die Bewältigung der Klemmhof-Krise. Da arbeiten wir heute noch dran. Das Thema wird uns auch noch die nächsten Jahre beschäftigen. Aber eins habe ich da gelernt. Neustadt ist eine Stadt voller Ehrenamt, voller Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Und das war damals im Jahre 2009 nicht anders, als das 2015 und 2016 gewesen ist, als die Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Und das zeichnet Neustadt an der Weinstraße aus. Dann haben wir in eigentlich damals unvorstellbarem Maße über knapp 20 Jahre hinweg den Stadtteil Neustadt-Branschweiler verändert. Als wir damals mit einem engagierten Team aus der Verwaltung, Stadtplanung, Sozialamt, Wohnungsbaugesellschaft angefangen haben, an diesem Thema zu arbeiten, da sind die Leute scharenweise aus Branschweiler weggezogen. Heute haben wir Wartelisten, weil es in Branschweiler guten, günstigen und lebenswerten Wohnraum gibt. Und das zeigt, dass die knapp 50 Millionen, die da in den letzten zwei Jahrzehnten investiert worden sind, gut angelegtes Geld waren, denn dadurch geht es unserer Stadt insgesamt besser. Und wir arbeiten weiter dran. Da wird es wie in anderen Bereichen keinen Stillstand geben. Wir müssen schauen, was im Bereich Böhmisch passiert. Das war früher einmal ein sehr gutes Wohnviertel. Da gilt es, möglichen negativen Entwicklungen gegenzusteuern. Und natürlich, und das wissen Sie alle als Neustädterinnen und Neustädter so gut wie ich auch, müssen wir im Westen der Stadt anpacken. Da gibt es Häuser, da gibt es Wohnungen, die sind einfach nur gruselig. Und auch an dieser Thematik muss unbedingt gearbeitet werden, weil wir, und das hat Julia vorhin sehr deutlich gesagt, auch ein Interesse daran haben müssen, dass der soziale Kitt, das soziale Miteinander in einer Stadt wie Neustadt an der Weinstraße erhalten bleibt, dann können wir alle mit Frieden und in Sicherheit leben. Und ich glaube, das muss auch das Ziel der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Und ich will heute hier in zwei Punkten ganz konkret werden. Und deswegen war es für mich eine relativ spontane Entscheidung, hier mit dieser Veranstaltung nach Hambach mitten ins Rebenmeer zu gehen und uns unterhalb des Hambacher Schlosses zu platzieren. Wir müssen ein Stück weit neu definieren, was es heißen könnte, wenn wir den Anspruch erheben, Neustadt an der Weinstraße ist die Weinhauptstadt Deutschlands. Wir haben riesige Möglichkeiten, wir haben riesige Ressourcen, die müssen wir aber nutzen. Und ich möchte auch, dass wir in Zukunft noch stärker, als das bislang der Fall gewesen ist, das Hambacher Schloss in den Fokus unserer kommunalen Aktivitäten legen. Das sind seit Helmut Kohl Millionen und Abermillionen investiert worden. Es gibt neben Frankfurt der Paulskirche keine Städte, die so bedeutsam für die Demokratieentwicklung in Deutschland und auch ein Stück weit in Europa ist, dass wir einfach sagen müssen, ja, wir müssen diesen Schatz, den wir in Neustadt an der Weinstraße haben, annehmen und wir müssen ihn entsprechend präsentieren. Und ich bin sehr froh, dass der Ortsbeirat und jetzt die Stadtverwaltung, ganz vorne Hans-Georg an der Spitze, ein Konzept nun erarbeiten lassen, damit wir die schwierige Verkehrssituation, die eine gute Präsentation des Hambacher Schlosses tagtäglich erschwert, ein wenig in den Griff bekommen. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, Politik muss auch Visionen haben. Und wissen Sie, was für das Hambacher Schloss meine Vision ist? Wir kriegen einen Modellversuch für Deutschland.
Wir fahren, wenn wir das Hambacher Schloss besuchen wollen, auf einen Parkplatz, der irgendwo da unten liegt, und steigen um in einen Bus. In einen selbstfahrenden Bus, wohlgemerkt. In einem Bus, der auf Elektromobilität aufbaut. Und ich sage Ihnen, die Besucherzahlen des Hambacher Schloss werden nicht nur 100.000, sondern sie werden in kürzester Zeit 200.000 Besucher pro Jahr sein. Da gibt es Möglichkeiten, Nützliches mit Attraktivem und Historischem zu verbinden. Und das ist beispielgebend für eine Art und Weise, wie ich gern Politik machen möchte. Wir müssen gucken, dass wir Ideen, Ressourcen bündeln, dass wir die Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und dass wir schauen, dass wir gute Antworten bekommen. Manche von Ihnen erinnern sich daran, dass ich vor 16 Jahren, etwa 17 Jahren, schon einmal versucht habe, Oberbürgermeister zu werden. Ein demokratischer Entscheidungsprozess hat das damals verhindert und hat entschieden, dass ich in die zweite Reihe komme. Und da gibt es für mich einen Grundsatz, der völlig klar und unzweifelhaft ist. Wenn man zusammen auf einem Boot ist, dann ist Loyalität das Erste, was man gegenüber dem Captain schuldet. Und natürlich, und das wird der Hannes auch bestätigen, haben wir intern das ein oder andere diskutiert. Da war nicht immer alles eitler Sonnenschein. Aber er war der Captain und manchmal war es meine Aufgabe, da einfach die Lippen zusammenzupressen. Und so verstehe ich gutes Arbeiten. Und ich gehe in diese Wahl in dem festen Bewusstsein, dass ich nicht nur nach wie vor viele Ideen habe, sondern dass ich auch die Fähigkeiten habe, diese Ideen umzusetzen. Nicht zuletzt deswegen, weil es mittlerweile nach Mainz und Berlin gewachsene Kontakte gibt. Und wenn mich die Landesregierung als ihren Vertreter auf den Deutschen Jugendhilfetag nach Düsseldorf schickt, um dort kommunale Jugendamtsarbeit vorzustellen, dann muss der Kontakt mit den Genossinnen und Genossen gar nicht so schlecht sein, auch wenn ich sie irgendwann mal vor 3, 4, 5 Jahren verklagt habe. Aber auch das müssen gute Arbeitsbeziehungen aushalten. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist das Entscheidende. Und deswegen sage ich, was Sie von mir nicht erwarten können, ist, dass in einer Verwaltung mit etwa 829, das war bei den Personalratswahlen zumindest die Zahl der Wählerinnen und Wählern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und etwa einen Umsatz von 130 bis 140 Millionen im Jahr, der Oberbürger alles alleine macht. Das ist ein völliges Unding. Und deswegen wird es Aufgabe sein, auch von mir, mit Innovation und mit einer guten Personalführung dafür zu sorgen, dass das, was wir vielleicht in dem einen oder anderen Bereich auch noch an Kommunikationsproblemen haben, dass das in Zukunft der Vergangenheit angehört. Und ich habe das bei den Winzinger Gesprächen gesagt und ich wiederhole das nochmal deutlich. Es scheint in Neustadt eine Selbstverliebtheit bei manchen Leuten am Leiden und Jammern zu geben. Da habe ich mich vorhin gerade dran erinnert gefühlt, aber das machen wir jetzt nicht neu auf, das was? Die Menschen verstehen gar nicht, wie toll eigentlich Neustadt, die Bürgerinnen und Bürger, Sport, Kultur, Soziales und was es auch immer gibt, ist. Ich habe eine Nachbarin, die ist aus der vielgepriesenen Südpfalz im November zu mir in die Albanhaarstraße gezogen. Die traf ich im Januar beim Schneeschippen. Und die Frau sagte zu mir, Herr Rötlingshöfer, ich bin hier hingezogen,
weil das eine tolle Stadt ist, mit einer tollen Infrastruktur, mit einer tollen Innenstadt, mit tollen Gastronomieangeboten und mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Ja, meine Damen und Herren, was wollen wir denn eigentlich noch mehr? Wir sollten endlich mal politisch uns dafür entscheiden, dass unser Schoppenglas nicht halb leer ist, sondern halb voll. Denn das gibt uns die Möglichkeit, die verbleibende Hälfte auch weiter zu füllen und dann am Ende einen kühlen Schluck im Rachen zu haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir müssen einfach ein Stück weit aus diesem Jammern und Kritisieren raus. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle mehr reden. Wir müssen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein Stück weit verlässlichere Vereinbarungen schließen. Aber insgesamt sollten wir uns bewusst sein, auf welcher tollen Ausgangsbasis wir uns bewegen. Und da ist mein Lieblingsbeispiel neben dem Schoppenglas zurzeit die Fußgängerzone. Da hat mir doch ein Kollege, der bei der Stadt eine führende Position einnimmt, auf meine Frage, sag mal Dietmar, hast du gemerkt, dass eigentlich die Fußgängerzone fertiggestellt ist? Gesagt, Ingo, jetzt wo du mir das sagst, fällt mir das auf. Meine Damen und Herren, da haben wir einen kommunikativen Fehler gemacht. Wir haben die Leute gequält. Die Geschäftsleute, weil sie ihre Geschäfte wegen des Umbaus nicht vernünftig machen konnten. Die einkaufenden Bürgerinnen und Bürger deswegen, weil es ab und an Matsch gegeben hat. Alle, weil das Ganze richtig viel Geld auch gekostet hat. Und wir müssen dann eigentlich auch den Menschen sagen, es ist fertig geworden, es ist gut geworden. Und ich behaupte nach wie vor, wir haben mittlerweile die schönste Fußgängerzone entlang der Deutschen Weinstraße. Wir müssen es nur den Menschen nach außen kommunizieren. So langsam will ich zum Schluss kommen, aber mir ist noch eins wichtig. Da gibt es, und denen bin ich sehr dankbar, ehrliche Menschen, die mich dann, wenn wir mal zwei Scholle getrunken haben, fragen, sag mal Ingo, nach 20 Jahren als Bürgermeister, gehen dir da nicht so langsam die Ideen aus? Bist du nicht so langsam ausgepowert? Hast es nicht so langsam laid? Leid für die, die nur Hochdeutsch sprechen. Und dann sage ich einfach folgendes Beispiel. Hans-Georg hat nach Absprache mit mir vor 3 Jahren entschieden, dass ich nach 20 Jahren Sport, lieber Dieter, den habe ich gut gemacht, den darfst du jetzt für mich dann machen, in den Kulturbereich einsteigen darf. Und ich muss Ihnen sagen, was wir in den 3 Jahren dort bewegt haben, erweckt Aufsehen über die Stadtgrenzen hinaus. Wir haben es nicht nur ganz kurzfristig geschafft, Kultur am Bach in der Wallgasse zu initiieren. Wir hatten letztes Jahr ein Querfeldein-Festival für junge Kunst in Neustadt an der Weinstraße. Querfeldein, das können Sie mittlerweile auch auf den entsprechenden Internetseiten verfolgen, wird zunehmend mehr eine Marke, weil wir eben auch Querfeldein-Events anbieten. Wir haben in der Villa Böhm eine neue Veranstaltungsreihe etabliert, die heißt Konzert im Treppenhaus, eine musikalische Vernetzung von Künstlerinnen, Künstlern und Kunstinteressierten. Und wir arbeiten jetzt zum Beispiel daran, dass zum ersten Mal ein großes Kunstprojekt der Metropolregion im kommenden Jahr hier in Neustadt stattfinden wird und insbesondere auch auf dem Hambacher Schloss. Weil eins ärgert mich schon, das will ich deutlich sagen, da braucht es auch Antworten aus der Kunst und der Kultur. Wenn die AfD da oben eine Veranstaltung macht, dann ist bundesweit Presse da. Und wenn die dann noch singen lässt, die Gedanken sind frei, dann stehe ich kurz an dem Punkt, wo es mir leicht übel werden könnte. Auch da müssen wir, denke ich, entsprechend aktiv werden. Wir müssen auch als CDU und als Stadt zeigen, was demokratische Traditionen von Hambach sind. Wir leben sie hier tatsächlich in einem ungeheuren Maße im bürgerschaftlichen Engagement. Und ich freue mich drauf, dass es uns wahrscheinlich gelingen wird, im nächsten Jahr da eine bundesweit Aufmerksamkeit erregende Aktion mit der Metropolregion auf die Beine zu stellen, mit dem Hambacher Schloss.
aus, weil eins ist klar und es gilt als Botschaft für alles das, was ich anpacken möchte. Gemeinsam sind wir stark, wir müssen miteinander arbeiten, wir müssen am gleichen Seil ziehen, wir müssen vor allen Dingen in die gleiche Richtung ziehen und wenn das funktioniert, dann bin ich wird für die Bürgerinnen und Bürger, dass es gut sein wird für die jungen Menschen, die bereit sind und derzeit dabei sind, sich auch politisch wieder neu zu engagieren. Auch das ist ein hoffnungsvolles Symbol. Ich denke, die Weichen sind positiv gestellt und ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate bis zum 24. September. Angela Merkel und ich haben ja beschlossen, dass wir gemeinsam dann den Wahltag haben werden. Und das ist gut so. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Schönen Dank. Und ich darf Sie um Ihre Unterstützung bitten. So, meine Damen und Herren. Also zunächst einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Liebe Julia Klöckner, lieber Ingo Rüttlingshöfer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich mache jetzt sozusagen den Abschluss, dass wir danach direkt übergehen können in das, was uns auszeichnet hier in der Pfalz, nämlich unsere Weinfestkultur, in die guten Gespräche. Und dafür sind Sie ein Stück weit auch hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin vorhin mit dem Klaus Kertsch hierher gefahren und wir haben auf den Hartrand geschaut und sind die Weinstraße lang gefahren und haben uns angeschaut und haben gesagt, hör mal zu, so schön wie bei uns ist es doch sonst eigentlich nirgendwo in der Republik. Und deswegen, lieber Ingo Rüttlingshöfer, fand ich es ganz toll, wie der Ton deiner Rede war, sehr positiv. Man hat die Begeisterung für deine Heimatstadt hier in Neustadt an der Weinstraße förmlich gespürt. Und ich glaube, das war auch ein guter Aufruf an uns alle zu sagen, Neustadt ist es wert, dass es auch gut regiert wird von dem Oberbürgermeister und jetzt auch in der Kontinuität von Hans-Georg Löffler. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nämlich im Übrigen nicht egal, wer Oberbürgermeister ist. Weil wenn Sie sich mal anschauen, wie viele Mitarbeiter so eine Stadtverwaltung hat, wenn Sie alles mitzählen, dann ist das ein mittelständisches Unternehmen. Und deswegen rufe ich all denjenigen zu, die vielleicht jetzt heute da sind und noch nicht so ganz entschieden sind. Schauen Sie sich ganz genau an, wen Sie wählen. Und ich glaube, die CDU macht mit Ingo Rüttlingshöfer ein außerordentlich gutes Angebot. Sie stellt nämlich einen, der es am Ende des Tages dann auch kann. Und das ist wichtig bei so einem mittelständischen Unternehmen wie der Stadt Neustadt an der Rheinstraße. Und da gehört nicht nur dazu, dass man die Erfahrung hat und gute neue Ideen auch für die Zukunft, selbstfahrendes Auto, Elektromobilität, finde ich klasse, toll, sondern es gehört auch dazu, eine gute Vernetzung sowohl im Land als auch im Bund. Das ist ja etwas, was auch den Oberbürgermeister auszeichnet. Und deswegen ist es gut, dass Julia Klöckner die Landespolitik vorhin auch bespielt hat und es einen sehr, sehr guten Kontakt auch zu den Bundestagsabgeordneten gibt, zu Norbert Schindler, von dem ich Sie alle herzlichst grüßen darf. Den habe ich heute Mittag getroffen bei 50 Jahre Krankenhaus Grünstadt. Da haben wir Spargel zusammen gegessen. Da hat er gesagt, viele Grüße heute nach Neustadt. Dieser gute Kontakt ist, glaube ich, auch wichtig, weil es ja viele Punkte der Bundespolitik sind, die dann auch Auswirkungen haben, hier direkt vor Ort. Sei es Infrastruktur, sei es die Frage Breitband, sei es die Frage Elektromobilität, da gab es jetzt auch gerade einen Zuschuss. Aber natürlich auch die Frage der Flüchtlingspolitik und der Flüchtlinge, der Integration. Und da möchte ich hier auch nochmal eines zum Ausdruck bringen. Ich komme ja viel rum, ich bin auch Landesvorsitzender der Jungen Union Rheinland-Pfalz, ich habe da schon einen ganz guten Überblick. Es gibt aus meiner Sicht in Rheinland-Pfalz keine Gemeinde, die das Thema Integration von Flüchtlingen, dezentrale Verteilung und dann aber auch die Organisation der Ehrenamtlichen so gut hinbekommen hat wie Neustadt an der Weinstraße. Und lieber Ingo, das ist dein Verdienst, das hast du super toll gemanagt. Und in diesem Sinne rufe ich uns alle auf, dass wir jetzt auch 4,5 Monate Gas geben, damit wir dann auch sagen können, am 24. September, Neustadt an der Weinstraße wird weiterhin gut von einem guten Oberbürgermeister regiert, mit Ingo Rüttlingshöfer. Und natürlich ist da zufällig auch die Bundestagswahl, deswegen nutze ich natürlich heute Abend auch die Gelegenheit, Sie zu bitten, auch mich zu unterstützen, die CDU zu unterstützen, die ja derzeit auch gute Werte hat. Aber zum Abschluss möchte ich, und dann trinken wir gerne gemeinsam einen Schorle, möchte ich Ihnen schon eins zurufen.
Ich habe telefoniert mit den CDU-Freunden aus dem Saarland und mit den CDU-Freunden aus Schleswig-Holstein und habe gefragt, ja, was ist denn da bei euch los gewesen, dass ihr das noch so super gedreht habt? Und da haben die mir gesagt, wir haben, das waren Leute, die haben schon 20, 30 Jahre Wahlkampf gemacht, wir haben noch nie so viel Aufwand getrieben im Wahlkampf wie bei diesen beiden Landtagswahlen. Und auch dieses hat dazu geführt, dass wir viel, viel mobilisiert haben. Und das ist der Zuruf jetzt vielleicht zum Abschluss. Lassen Sie uns auch diesen Aufwand treiben. Lassen wir die Leute mobilisieren, dass sie zur Wahl gehen, dass sie ja am besten die CDU wählen, aber vor allen Dingen demokratisch. Ingo hat angesprochen, Hambacher Schloss, AfD und anderes. Auch mir wird es da ehrlich gesagt schlecht. Deswegen machen Sie mit, engagieren Sie sich für den Ingo, für die CDU und gerne, ja, wenn Sie nach der Rede von mir jetzt nicht ganz enttäuscht sind, auch für mich. In diesem Sinne möchte ich, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten 4,5 Monate. Wenn Sie noch nicht genug haben von Ingo Rüttlingshöfer und mir, dann kommen Sie morgen in die Fußgängerzone, die ja so wunderbar jetzt ist und auch fertig und der tolle Marktplatz. Dann kommen Sie in die Fußgängerzone und wir verteilen an die Frauen, an die Damen, an die Mamis, ja, kleine Geschenke, es ist ja Muttertag am Sonntag, aber ich sag nur so, wenn ein Mann vorbeikommt, wir finden auch was für Sie, was wir Ihnen auch in die Hand drücken können. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und jetzt freue ich mich auf ein schönes, tolles Pfälzer Weinfest und freue mich, mit vielen von Ihnen zu reden. Herzlichen Dank.